Und damit auch ein herzliches Willkommen an dich nicht zurück, denn das ist die erste Folge. Alle Jahre wieder zwischen den Jahren gibt es so ein bisschen Dudley Dudley. Ja, dieses Jahr, wie letztes Jahr versprochen, ausnahmsweise mal nicht Christmas Shopping Simulator, sondern wir versuchen mal, ob wir uns unser eigenes Shigi wieder aufbauen können mit Snowtopia. Einigen von euch ist das Spiel vielleicht schon ein Begriff und wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Jetzt hier wieder zwischen den Jahren von heute bis einschließlich 31.12. jeden Tag eine Folge. Gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, holen uns hier mal ein neues Skigebiet. Ich habe schon länger nicht mehr gespielt, da hier Mount Alpha, das muss leider. Los geht's. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Draußen eben nirgendwo. Ja, wir sind draußen eben nirgendwo. Muss ich nochmal ganz kurz einmal aus dem Game heraustappen. Ja, die Aufnahme läuft noch. Und mal dafür sorgen, dass der Mauszeiger angezeigt wird. Ich hoffe, ihr seht den Mauszeiger. Wenn ihr ihn nicht seht, ab der nächsten Folge seht ihr ihn. Der war von der alten Produktion noch deaktiviert. Ja, fangen wir mal an. Wie gesagt, Snowtopia kennen ja vielleicht einige von euch. Erster Schritt. Ich konnte doch irgendwo mal abwählen, dass ich die haben will. Ja, ich nehme die einfach hier unten. Gut, also als allererstes wie immer eine Arbeiterunterkunft, damit unsere Leute auch, damit wir auch irgendwas tun können. Und unsere Leute, die für uns was tun, auch irgendwo wohnen können. Was ich so genannt habe, immer am Anfang die vier Objekte, die wir bauen können, einfach nebeneinander setzen und die Zeit hochsetzen. Dann geht nämlich hier der Bauabschnitt auch um einiges flotter. Für alle, die fragen, nein, die Musik kommt nicht vom Spiel, das ist, ja, ich sag mal, von externer Quelle, denn die Musiksteuerung im Spiel ist ein bisschen komisch. Aber soll uns jetzt nicht stören. Als nächstes nehmen wir mal hier das Lift. Oder ja, grundsätzlich Lift. Komm, wir nehmen gleich den großen. Oh, brauchen wir denn? Komm, wir fangen mal so hier an. Ups, da hat es mal ganz kurz geleckt. Packen wir das einmal hier so hin und was nehmen wir? Komm, eine mittlere. So viel wird am Anfang ja nicht los sein. Wir machen es mal relativ einfach, damit wir unsere einfachen Leute auch hier ein bisschen beglücken können. Ja, jetzt sind wir hier. Aber 80%, dann baut die auch gleich die Skipiste noch auf. Na, ja, bau das mal, während ihr das tut. Wir können mal, komm, wir sind mal nett und stecken hier nach oben direkt noch so eine kleine Imbissbude. Ist doch gleich noch was zu mampfen da oben. Seit ein paar Versionen ist es leider so, wir müssen hier eine Reputation von 1 erreichen. Hier, ich glaube 60.000 müssen wir schaffen, dann kriegen wir Reputation 1. Dann können wir hier oben dann Forschungen betreiben. Das geht im Moment noch nicht, aber vielleicht schaffen wir es. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir es schaffen. Wir haben unseren ersten Gast. Können wir den auswählen? Ja, Bewertung 0. Naja, hoffentlich nicht so lang. Und während die hier am Fahren sind, holen wir uns mal was Schmales. Kommen wir mit dem Schmalen hier hoch. Okay, dann nehmen wir was anderes, wenn der zu lang ist. Hatte ich doch gerade, oder? Na komm. Nehmen wir halt doch einen Zweier. Und irgendwie konnte ich die mal hier oben platzieren. Genau so. Nehmen wir eine schmale Piste, mit der müssten wir hier nämlich durchkommen. Genau. Hier haben wir dann auch hier so ein bisschen was Schwarz, einen Schwarzanteil mit dabei. Für die Leute, die es ein bisschen heavier haben möchten. Und dann setzen wir doch da oben auch nochmal eine Imbusbude dran. So, ja, hier. Piste bringen wir hier eh keine mehr ran. Können wir das Ganze so machen. Und wir können mal hier einen Pistenabgang bauen. Funktioniert das? Naja, lieber Bauflit ist schon klar. Na, es ist zwar nicht schön, wer es nicht verbremst, hat dann hier die Handbremse. Mal gucken. Auf jeden Fall, ja, wir stehen hier gut an. Warum habt ihr alle Pflaster? Ist das irgendwo dabei? Warum die ganzen Dudes hier Pflaster brauchen? Nö. Aber wir können ja mal rein aus Sicherheit die Wachhütte und setzen. Können wir die an die Piste setzen?
Nee. Dann setzen wir sie hier nach oben. Klick hier. Ach, okay. Das ist das Ding hier. Ja. Wer hier oben direkt auf die Nase fällt, dem kann direkt geholfen werden. Aber ich glaube, der erste Start sieht ganz gut aus. Der wartet auf den Techniker. Workshop seid ihr. Ja, ihr seid auf jeden Fall was am Tun. Und ich sehe, wir sind bei 5 Minuten. Von daher verabschiede ich mich von euch und hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Morgen geht's weiter. Bis dahin und tschüss.